Mein Name ist Micky Wiese. Und das sind meine ermutigenden Geschichten. Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ich wünsche euch einen guten Dienstagmorgen. Am Sonntag habe ich einen sehr interessanten Gottesdienst gehabt, einen Online-Gottesdienst. Und da ging es um das Thema, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich spüre nichts. Wie kann ich anfangen zu glauben? Und da habe ich auch darüber gesprochen, dass das griechische Wort Pisteuein, das in den deutschen Bibeln für Glauben steht, eigentlich gar nicht Glauben heißt, sondern Vertrauen. Und ich weiß nicht, alle von euch, die diese Ermutigungsmail bekommen haben, eine Bibel im Schrank oder lesen des Öfteren darin, aber es gibt ja auch im Internet eine Online-Bibel zu finden, zum Beispiel unter www.bibleserver.com. Und ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht doch einfach mal eine ganz coole Idee, wenn du dir ein paar Bibelstellen raussuchst, wo das Wort Glauben drin steht, und setzt für das Wort Glauben einfach mal Vertrauen ein, so wie es eben wirklich heißt. Und dann liest du die Bibelstelle nochmal oder die verschiedenen Bibelstellen mit dem Wort Vertrauen. Und dann schau doch mal, ob das deine Perspektive auf diese Bibelstelle, auf den Sachverhalt, auf den Glauben an sich, auf das Christentum oder die Geschichte mit Jesus Christus in irgendeiner Weise verändert. Da wäre ich mal sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser kleinen Übung. Alles Liebe, euer Micky. Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft, dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will.